Ja, das andere Problem ist, dass wir haben ja zwei Katzen, Bella und Jimmy. Jimmy ist natürlich außer, ist natürlich Ziehkatze von mir, ne? Großgezogen und alles. Aber Bella, die kleine Missgeburt, die hat ja schon ein paar Mal runtergeschissen, Kerl. Das fuckt mich gerade ab. Jetzt haben wir so einen Duftdinger geholt, dass die Katze weniger Stress hat. Mal gucken, was das bringt. Ich nehme mal Schweinswasser gerade unten, ist wieder hochgeflitzt. Denkt sich so, oh shit, das ist im Büro. Holy crap, what I have done. Können wir schnell reisen? Bitte. Nein, geht nicht. Ach, verfickte Kacke. Ich hasse es immer so Wege dann zu laufen. Das ist voll hässlich. Zum Beispiel, wenn ich unterwegs nichts anderes machen kann. Schauen wir jetzt die Grafikerstellungen? Irgendwie. Mal schicke Textur? Gute Textur? Nee, sieht gleich aus. Okay, hat er getäuscht. Verändert, würde ich schon sagen. Nein, 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 da muss ich nachher noch los, ein paar Schuheinlagen holen. Ja, ja, für meinen zerkrüppelten Fuß. Hat er ja Mittelfußbruch. Wissen vielleicht ein paar von euch noch. Vielleicht. So. Mitaru-Schutz. Boah, ist was Positives, was Negatives. Scheiße, es ist negativ, wenn man Perma ist. Voll zum Heulen. Wäre schön, wenn es einfach nur mal vorübergehen würde. Ich würde sagen, darunter müssen wir, aber das stimmt nicht ganz. Huch, Günther, wo kommst denn du her? Aus den tiefen Walden komme ich her. Und ich muss dir sagen, dort schlägt man ziemlich hart. Und das sogar sehr. Deswegen bin ich jetzt auch kaputt. Ah ja, Günther, ah ja. Ja, und ich hätte eigentlich nur vor ein paar Sachen zu machen. Wolfenstein und sowas, ne? Aber mussten wir jetzt leider erstmal alles auf Eis legen, ne? Warte. Ja, da lang. Und dann da lang. Und dann, also hier so einmal in die Kurve herum. Genau. Also, wenn wir es geschafft haben. Ich bin mir eh ziemlich sicher, dass wir verarscht wurden und dass wir gleich gegen irgendwelche Freaks kämpfen müssen. Ich hoffe da nicht, dass wir gleich irgendwelche Spinnen kommen. Ich hole mal Günther vor sich selber. Hallo Günther. Ich habe schon gar keinen Bock mehr gegen die zu kämpfen. So, dann links halt. Vielleicht da unten. Halle der Erstgewalt. Waren wir nicht schon drin? Nö. Da habe ich noch einen Eisenhang feste. Warte mal. Warte, ich kann doch rennen, ne? Oh Gott. Voll vergessen. Pugi, du kannst rennen. Mach das doch. Lauf ich die ganze Zeit. Ja, es tut mir leid. Ich beeil mich ja schon. La 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 la. Lauf endlich mal schneller zu, dass wir vorwärts kommen, mein Kind. Also ich bin natürlich die Theorie mit dem Verrat. Wer auch dafür ist, schreibt mal kurz in die Kommentare. Und nicht vorspulen. Erst schreiben und dann gucken. Ich bin dafür, dass es eine Verarsche ist, dass uns diese ganzen Mord angehängt werden und was weiß ich was, ne? Ich traue den Zwergen nicht ganz so. So eine alte Angewohnheit. Hä? Kenn ich dich nicht? Ich habe euch gedankt. Und jetzt lasst mich in Frieden. Hin und wieder kommt ein Narr vorbei und bettelt auf Knien um Lektionen. Bah! Wer es nicht in sich hat, dem kann man es auch nicht beibringen. Ja, leb wohl. Tschüss, bis später. Hallo und so. Okay. Müssen wir runter? Hallo? Hallo? Sekunde. Oh, hab nie Messer. Springst du mal? Jetzt. Opa? Und wie ihr seht, fügt sich alles wunderbar ineinander. Die Kobolde werden kommen und sich ihr Totem holen. Und dieser neue Ragnar wird eine Gelegenheit sehen, die er nicht ignorieren kann. Und eine Schlacht, bei der er einen Sieg für möglich hält. Natürlich wird weder er noch sonst jemand überleben. Klein Tote. Die Kobolde werden bis zum Tod kämpfen, um es zurückzuholen. Für die Jotun ist es nicht mehr als ein Banner. Aber ein Banner auf ihrem Gebiet ist eine Herausforderung. Und Jotun sind stolze Kreaturen. Keiner wird überleben. Nun, vielleicht sieht es kurzfristig so aus, als gäbe es einen Sieger. Aber am Ende werde ich der einzige Gewinner sein. Wartet's nur ab. Trefft mich auf der Anhöhe über den zwei Palmen.
Weit! Was macht ihr? Au! Na, no, jetzt müssen wir plade, weil ich Trofferwörter bin, ne? Ja. Ich hoffe, das ist nicht zu lange her. Ah ja, perfekt. Warte mal kurz aus. Natürlich ließ ich gleich Ohrgriffe. Müssen wir uns kurz mal gerade durchklicken. So, speichern wir mal kurz. Und wie ihr seht, fügt... Und dieser... Natürlich wird weder er noch sonst die Kobold... Aber ein Banner auf ihrem Gebiet... Nun, vielleicht sieht es... Trefft mich auf der Anhöhe über den... Was macht ihr da? Okay, dann verschwimmen wir halt alle. Ist mir jetzt auch egal. Alle haben verloren. Nur wir haben dank meines Genies gesiegt. Und dank eurer harten Arbeit. Ihr habt eure Belohnung verdient. Nehmt dies. Was mich angeht, ich habe mir eine Reise nach Ardessa verdient und mit Sicherheit den Rang eines Centurio. Ah ja, Ardessa? Falls ihr es nicht bereits getan habt, solltet ihr unserer prächtigen Stadt unbedingt mal einen Besuch abstatten. Sie ist ein atemberaubender Anblick. Okay, na tschüss. Ich will dahin. Wie muss ich da laufen? Zur Eisenhangfeste reisen. Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Schließen, Logbuch. Genau. So. Müssen wir da lang. Ich wollte eigentlich den Krieg. Es wird höchste Zeit, dass ich wieder nach Ardessa komme. Ja, Schnauze, von dir wollte ich doch gar nichts. Du wolltest die für Loot dabei haben. Weil eigentlich wollte ich ja den, das verhindern, aber gut, wenn es nicht geht, ist dann nicht. Und Günther hat mich am Stich gelassen. Ich dachte, wir können da runtergehen und einfach die irgendwie aufhalten oder so mit denen reden. Keine Ahnung. Aber war wahrscheinlich nicht möglich. So, dann fahren wir die nächste rechts. Da kommt nicht nur ein bisschen ein Gebiet ran, wo wir nicht waren. Was ich immer wieder toll finde, sowas. Neue Gebiete entdecken, yay. So. Dann muss ich da hoch. Ah, und hier gibt es eine Treppe. Oh, thanks God. Aber ich muss nicht so hoch. Ich muss nur ein Stück hoch. Eisenhangfeste. Speichern. Hallo. Auf den Anhöhen von Menetyre wimmelt es nur so von Jotun. Okay. Dann gehe ich mal rein. Klopf, klopf. Ich bin's. Geralt und so. Wobei, machen wir's aus. Hast auch gleich ein Vieh auf. Das sieht irgendwie so aus wie so eine... Nein, doch keine Kampfarena. Alles friedlich hier. Hallo. Ihr werdet erwartet. Danke. Dies ist Eisenhark, Kriegsgeweihte. Hier werdet ihr Staub auf unseren Helmen und Kerben in unseren Klingen finden. Wir glauben mehr an Taten als an Prunk und Protz. Wenn ihr Vorräte, Arbeit oder Schutz sucht, seid ihr hier richtig. Arbeit? Ihr müsst keine Kriegsgeweihte sein, um Aufträge anzunehmen. Die Tafel findet ihr im Südflügel. Fragt Adrit danach, wenn ihr möchtet. Okay, danke. Die quatschen eh alle irgendwie nicht. Gibt's hier einen Händler? Wir laufen erstmal da lang. Gucken, ob es einen Händler irgendwo gibt. Das wäre schön. Aber die müssen ja Händler haben. Mit jedem von denen quatschen wir jetzt. Wir hier sind Kämpfer. Keine Spielzeuge. Ja. Ich speichere sich selber. Tada! Darf ich das einfach so machen? Ja, darf ich. Und der Inventar ist voll. Perfekt. Da vorne kann man Sachen verticken, habe ich gesehen.
Bei dem vielleicht auch, wobei, nee, das ist nur so ein... Wie sie sich abhetzen, als stünden ihre Schicksale nicht bereits unverrückbar fest. Arme Narren. Wer bist du? Manche müssen erst lernen, das Schicksal zu weben. Mir hat sich dieses Talent schon in meiner Kindheit offenbart. Meine Eltern waren zunächst überglücklich und dann entsetzt, so wie ich es vorhergesehen hatte. Mhm. Schicksalsweberei? Es heißt, meine Einstimmung auf das Schicksal wäre außergewöhnlich fein. Ich kann bei allen, denen ich begegne, sehen, was vor ihnen liegt. Außer bei euch. Tja, das kann keiner. Ich bin hier, weil es so vorherbestimmt war. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Ich sehe das Schicksal zu deutlich, um mich ihm widersetzen zu können. Hm, gut. Aber ich sage mal Tschüss. Also doch kein Händler hier, aber die Heiler tust du. Typ. Ah. Was habt ihr denn heute für den alten Heiler Fargil? Einen hübschen Spinnenbiss? Eine durchstochene Lunge vielleicht? Nicht ganz. Danke. Und Eisenhagfürste, erzähl mal was drüber. Hier ist es wundervoll. Sie kommen mit wirklich bemerkenswerten Beschwerden zu mir. Ah ja. Fargil Enfris? Erklärt ich euch. Habe von den Koryphäen Adessas gelernt, war aber schon immer mehr an der praktischen Seite der Kunst der Medizin interessiert. Na, okay. Ja. Erzählt nicht viel. Heilung? Man könnte in ganz Amalur keinen besseren Ort finden, um diese Kunst auszuüben. Es gibt dort draußen mehr giftige und gefährliche Dinge, als ihr euch vorstellen könnt. Obwohl ich zugeben muss, dass Chlurikon uns in Bezug auf Krankheiten übertreffen könnte. Chlurikon? Ich würde es so gerne einmal besuchen. Allein die Krankheiten, die sie dort drüben haben. Aber vielleicht ist es ja eines Tages sicher genug, um dorthin zu reisen. Mal gucken. Über und Adessa noch. Wart ihr jemals dort? Nö. Es liegt einige Meilen östlich von hier. Eine atemberaubende Stadt. Ach so, doch. Voller großer Denker, wenn man so will. Ich glaub schon. Waren wir schon, oder? Bis dann. Waren wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Händler finden. Verdammte Hölle. Ist die Sonne heute brutal. Habt ihr von... Der arme Gavroch. Er ist ein Lehrling. Der arme Gavroch. Die kann man voll einfegern nach der Zeit. Alt, habt ihr euch schon die Anschlagtafel angesehen? Nein. Weil ich eigentlich erstmal zu den Händlern will. Aber ihr habt hier anscheinend keine, ihr Freaks. Aber einen schönen leckeren Braten habt ihr dann. Oh, das gab's auch. Oh, das war lecker. Oh, Schweinchen. Zu viel Solarium. Das waren Schweine, die zu viel im Solarium waren. Die muss man halt leider essen. Holy shit, gibt's ja Aufgaben. Ach du Kacke. Ich will erstmal meinen Crap loswerden. Ja. Chill deine Basics, Homie. Dann machen wir mal eins. Waffen abchecken, primär. Schrott. Chakram, Schrott. Schrott, das haben wir ja. Langschwert. Ja. Gut. Rüstung. Nee. Nee. Oh, 48 bringt uns nichts, weil braucht man nicht Macht oder Raffinesse dann immer. Beine braucht man in dem Fall. Füße, Schild ist auch egal. Gut. Zerlegen. So. Eidklinge? Als das der Händler, zu dem will ich. Eine Händlerin. Ich bin hier die Quartiermeisterin. Oder sag so. Mir, was ihr braucht und ich sehe mal, was sich machen lässt. Quartiermeister? Das bin ich. Ich verkaufe euch alles, was ihr braucht. Und wenn ihr die Dienste eines Schmiedes benötigt, nun ja, dort drüben findet ihr einen. Okay. Ja, gut, ich bin recht gesellig, gerade sonderlich. Verkaufen, Waffen. So, was haben wir hier noch? Das kann weg. Das. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das,
Das Edelweiß behalte mal. Einfachheit kann weg, das kann weg. Ja, das kann weg, das haben wir dafür, 68, 16. Vier Goldklumpen können weg. Was haben wir hier von nix soweit irgendwie jetzt was, wo ich sagen würde, muss man loswerden. Von der Menge her, ne? Müssen wir wahrscheinlich wieder ein paar Geben schleifen, hätte ich gesagt. Aber ansonsten sieht es eigentlich gerade, ja, da muss man passen, da haben wir etliche Trübe dabei. Sonst sieht es eigentlich gut aus. Medium. Ja, hau weg. Buch der Artefakte. Was haben wir noch? Reparaturkits. Komische Briefe. Flasche Varienwein. Ja, ja. Einkaufen. Hast du Dietriche? Nee, ja, keine Dietriche. Blöde Kuh, Mann. Bist uninteressant. Geh weg. So, was will der Opa? Mein armer alter Meister hatte auf dem Totenbett nur einen Wunsch. Seine beste Klinge, die an der Wand, sollte repariert werden. Aber? An manchen Tagen träume ich davon, das selbst zu machen. Aber dann fällt mir ein, dass ich nur ein armer Lehrling ohne Ausbildung bin, der kaum einen Suppenlöffel schmieden kann. Alter Meister? Meister Brasken, ja. Ich würde jede Ohrfeige im Suff erneut ertragen, wenn ich dafür die Schmiedekunst so erlernen könnte, wie es sich gehört. Eremitenschmied? Er heißt Dünnwell. Man sagt, er habe zu Beginn des Krieges aus Bitterkeit mit allen Sterblichen abgeschlossen. Aber ich kann nichts dazu sagen. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Ach so, Kriegsgeweihter? Sie waren gut zu mir, seit Sie mich damals gefunden haben. Eingeklemmt zwischen gestohlenen Getreidesäcken. Okay, wie ist denn das passiert? Naja, Lehrlinge, also erstmal repariere erstmal kurz. Alles, dankeschön. Verlassen und Lehrlinge. Meister Brasken hat mich aufgenommen, weil ich ein Waisenkind war, von den Kriegsgeweihten aufgelesen wurde und so weiter. Ich durfte hier leben und er begann, mich in seiner Kunst zu unterweisen. Okay, was ist für eine Klinge? Nun, das ist Haldebiers Klinge. Sie ist berühmt aus den Feinkriegen. Mein alter Meister hat immer gesagt, er würde sie reparieren. Und das hätte er auch. Doch zuvor holte ihn der Tod. Jetzt hängt sie einfach an der Wand und verhöhnt mich. Erinnert mich daran, was ich alles nicht bin. Okay. Das lässt sich nicht reparieren. Nee, wie wurde sie zerstört? In der Schlacht. Oh, die Geschichte, wie Haldebier seinen Gegner niederstreckte, ist wunderbar. Ich würde sie euch ja erzählen, aber ich würde ihr wohl kaum gerecht. Das lässt sich nicht reparieren. Nee, das wird doof. Kann ich helfen? Bei der Reparatur des Schwertes? Wohl kaum. Es gibt nur einen lebenden Mann, der das könnte. Aber der ist lieber Brennnesseln und starrt in den Himmel, statt mit Hammer und Amboss zu arbeiten. Ihr könnt den Eremitenschmied selbst aufsuchen, auf den Anhöhen von Menetüre. Aber erwartet nicht zu viel. Gut. Haldebiers Klinge? Das Schwert eines Helden. Genau wie sein Besitzer hat es einen ruhmreichen Tod auf dem Schlachtfeld gefunden. Ich hingegen werde hinter dieser Schmiede elendig zugrunde gehen. Ich bin diesem Eremiten begegnet. Wirklich? Das habt ihr? Ihr habt ihn wohl nicht dazu überreden können, das Schwert an der Wand zu reparieren? Oder doch? Ich rede mit dem Schmied. Wenn er diese Klinge reparieren würde, wäre ich überglücklich. Und bliebe er hier, um mich fertig auszubilden. Aber so viele Träume auf einmal sind mir zu riskant. Naja, ich guck mal. Gut. Wo haben wir noch wen? Ah, wir bekommen hier in Eisenhardt nur wenige Fremde zu sehen. Ja, ja. Seid willkommen. Hallo. Na, wen haben wir denn da? Ich habe mich schon so sehr daran gewöhnt, immer nur dieselben Herumtreiber zu sehen, die wegen Vorräten oder der Auftragstafel hierher kommen. Da ist es wirklich schön, mal ein neues Gesicht zu sehen. Ach, danke schön. Wer bist du? Ich bin die Verwalterin dieser Feste. Kommt zu mir, wenn ihr einen Auftrag erfüllt habt. Okay.
Eisenhakfeste. Hier gehen wir. Auftragssache. Hier, direkt neben mir. Jeder, der möchte, kann die Aufträge annehmen. Und wenn einer erledigt ist, kommt ihr einfach zu mir und ich bezahle euch. Ihr bezahlt für Aufträge? Oh, das ist total Fremdes. Wenn es eindeutige Beweise dafür gibt, dass ein offener Auftrag erledigt wurde, dann mache ich das, ja. Cool, nicht wohl. Auch gut. So, was gibt's noch? Hallo. Vermisste Person, sichere Lieferung, Ausführung der Spinnen. Ja, nehmen. Ach Mann. So, mal angenommen, perfekt. Warte, können wir da nochmal quatschen? Haben wir doch irgendwas sagen, schon was erledigt? Seid ihr wegen der Auftragstafel hier? Ihr habt die Lieferung noch Adessa. Oh, ihr wollt wirklich diesen Auftrag? Ja. Dann gebt gut auf diese grässlichen Dinger acht. Und vergesst nicht, sie eignen sich nicht für den Kampf. Sie sind für operative Eingriffe gedacht und unnatürlich scharf. Okay. Also Sekunde, muss ich mal anfangen. Wegen den Spinnenauftrags. Hehe, haben wir schon gemacht, unbewusst. Oh ja, nun, ihr müsst die erforderliche Anzahl an Spinnenstacheln sammeln. Und zwar von den Spinnen in Menetüre. Ihr dürftet keine großen Schwierigkeiten haben, sie zu finden. Sie sind überall und um ehrlich zu sein, ist genau das Problem. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, und dann können wir links der Game schleifen. Herstellen. Achso, nee, das war's Falsche. Schildschwester. Schildtrigger, Homie. Wer bist du? Guten Tag, Kriegsgeweihte. Wärt ihr an den Diensten eines Gemmenschleifers interessiert? Jo. An sich, nee, aber wer bist du? Aufgewachsen in Adessa, ausgebildet in der Basilika Gnostra und in der Welt bewandert. Die Kunst der Gemmen und Fassungen ist meine Berufung. Okay. Schön, ja. Möget ihr eure Fassung finden. Dann gehen wir zum Typ halt. Auf den Anhöhen von Menetüre wimmelt es nur so von Jotun. Ja. Ihr habt die Überreste des Hammers? Er ist... Ich hätte damit rechnen müssen. Echt? Wurde in der Halle der Erstgeweihten erschaffen und muss dort, so denke ich, auch wieder neu geschmiedet werden. Die Halle ist nicht weit von hier. Allerdings weiß ich nicht, was wir tun müssen, sobald wir dort sind. Die Halle liegt südlich von hier, hinter den Schluchten. Wir treffen uns dort. Quinns Eltern. Trotz ihrer Treue dem Orden gegenüber könnten die Kriegsgeweihten niemals zugeben, dass unsere eigene Geschichte bei ihrem Tod eine Rolle gespielt hat. Und nun auch noch das. Als würden sie auf die Gräber meiner Eltern spucken. Ja, ihr geht fort? Ja, ich... Die Zeit ist knapp. Ihr erreicht die Halle der Erstgeweihten in südöstlicher Richtung durch die Schluchten. Trefft euch dort mit mir, wenn ihr bereit seid. Okay, lebt wohl. So. Was würde ich jetzt. Was ist mir gerade in den Sinn gekommen? Sachen mal verkauft, das haben wir getan. Dann kann man hier gerade wegwaken. Worum geht's? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade was. Ich hatte gerade so einen tollen Gedanken. Der ist mir gerade entflohen. Können wir mal drauf. Das mit den Spinnen, das müsste man eigentlich theoretisch gemacht haben. Na gut, ist egal. Können wir nochmal welche. Ach, scheiße, nicht wie in Skyrim. Oh, hab ich schon gemacht. Wo wir dann eine ganze Weile nur noch Aufträge eingefahren haben. Die Hitze ist genauso tödlich wie die Jotun und die Spinnen. Ja, Schnauze. Was ist das? Den Eremitenschmied finden. Ach, das war da. Ah, nö. Warte mal, Weltkarte. Schließen, Logbuch. Auf den Thron setzen, Spiel anreden, Beschaffung des Begleiters, Flöte benutzen, Scarf skillen, Paket liefern, Spinnenschachteln nach Dreugr, Eremitenschmied finden. Das war der hier, ne? Ja. Weltkarte, gibt's irgendwas in der Nähe? Halle der Geweihten. Vielleicht kommen wir da von da aus irgendwie schon dahin. Zu dem. Gebietskarte.
Bedingt. Hi, Jungs. Ging jetzt aber schnell. Spinnstachel, Spinnstachel, 8 Stück Spinnstachel, Spinnstachel, Spinnstachel. So. Ist praktisch, kann man es unterwegs erledigen. Perfekt. 8 Stück. 5 oder was es gerade waren, haben wir schon jetzt. Ja, genau. Hehe. So, Günther, du kommst jetzt mal mit, mein Freund. Und wir müssen die nächste uns rechts halten, auf jeden Fall. Und wir können da das Ding hier gerade so mitnehmen. Das Problem ist, wir haben schon auf den Spinnen gekillt, weil wir so viel rumgelaufen sind. Ich hoffe, da spawnen noch irgendwo welche. Oder wir können noch irgendwo irgendwelche aufheben, weil unten haben wir noch welche abgeschlachtet. Oder irgendwo da in der Nähe. Meine ich zu wissen. Das ist das komische Ding. Da kommt man mit, das habe ich mir nicht ganz gerafft hier. Ich hoffe auch, dass wir mit dem was anfangen können. Spinnensaison, ja, ja. Oh, es bleibt die ganze Zeit auf. Also müsste jetzt eigentlich theoretisch das letzte Mal gewesen sein. Es waren jetzt 5. Oder? Oh, shit. Da fällt mir was ein. Ich muss kurz nachschauen. Pegel, Lautstärke, Aufnahmegerät. Ich hoffe, es hat nicht verworfen. Eigenschaften, Pegel, 51. Scheiße. 82. So, jetzt bin ich lauter. Sorry. Gerade aufgefallen. Guck gerade so nach links. Ich muss. Oh, shit. Oh, shitty, shitty, shit. Das muss ich nachher zurechtschneiden bei 43 Minuten. Okay. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Ja, das Mikrofon ist mal ausgesteckt, leider. Oh, jetzt können sie aber hallen, ne? Ich hab mal ja schon letztes Mal beim Stream, ist irgendwie so leise. Was geht ab? Eremitenschmied, Eremitenschmied, du blöder Dieb, was geht? Keine Lektionen, keine wertvollen Perlen der Weisheit. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Ihr habt meinen Dank. Und nun geht. Ihr werdet in Eisenhaar gebraucht. Oh, weshalb? Es gibt wohl nichts, das der alte Brasken nicht selbst zu Wege brächte. Ihr kennt den alten Meister? Ich kenne ihn immer noch. Seinetwegen bin ich nach Menetyre gekommen. Er ist der einzige in ganz Amalur, den ich respektiere. Mhm. Seinen letzten Wunsch hat zu erfüllen. Was? Er ist tot? Ja. Dann hat er das Schwert nie repariert. Ja. Und den unerfahrenen Lehrling halbfertig ausgebildet zurückgelassen. Ja. Verdammt! Ich habe geschworen, dass ich nie wieder... Aber die Klinge und der Lehrling. Lehrling und Klinge. Das reicht nicht. Nein, ich muss gehen. Bringt mir etwas von dem, das als Meisterteig bekannt ist, von Hurvas Türschwelle. Dann gehört das Schwert euch. Ich warte in Eisenhark auf euch. Meisterteig? Ein seltenes Wachs mit Goldschimmer, das über bemerkenswerte Eigenschaften im Zusammenhang mit Metall und Feuer verfügt. Es wird zur Reparatur des Schwertes benötigt. Okay, lebt wohl. Wo finde ich das? Eisenhackfeste? Okay. Juhu, hab's geschafft. Mann, das ging schnell. Warten noch zigtausende Aufgaben für dich. Wo ist der? Ach, da unten. Okay. Rechts abbiegen, bitte. Na gut, okay, logisch. Eigentlich zum Schmied hin. Vertraulicherweise. Ich habe halt gerade immer noch ein bisschen im Hinterkopf so, den Scheiß da oben jetzt wegmachen und alles. Aber ich will so ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen was spielen, ein bisschen was aufnehmen, ne? Wir nehmen jetzt so eine Stunde noch auf, also so an sich eine Stunde die insgesamt. Die Hitze ist genauso tödlich und, ja, wie die Jotun und die Spinnen. Habt ihr den Meistertalk? Dann lasst uns beginnen. Herren von Eisen und Feuer, es tut gut, wieder an der Schmiede zu stehen. Rüstet euch! Warten, bis der Schmied fertig ist. Okay. Der Heimat auf seine Hand. Seht her. Haldebiers Klinge stabil und vollständig. Da ihr das erst ermöglicht habt, bestehe ich darauf, dass ihr sie nehmt. Eine Heldin verdient das Schwert eines Helden. Wenn ihr mit der Gafferei fertig seid, würde ich gern die Ausbildung meines ungeschickten und tölpelhaften Schülers fortsetzen. Ausbildung? Okay. Okay. Sollen wir eine neue Waffe bekommen?
Waffen, primär 113, was macht die andere? 193, halt gleich. Also, so. Gut, 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 vorbei, dann schneide ich das Ganze jetzt geschwind und dann sehen wir uns gleich wieder bei Kings Fall Reckoning. Bis gleich!